Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Melee! Im Let's Bot aber die restlichen Stages der Zielscheiben-Herausforderung abgeschlossen. Und nun können wir mit dem Home Run Contest starten. Der altbewährte Sandsack. Hier ist er das erste Mal aufgetaucht, denn in Super Smash Bros. Für den N64 gab es das hier nicht. Es war ganz neu, aber anders als in Brawl. Dazu komme ich gleich. Home Run Contest, wie weit fliegt der Sandsack? Jo, schauen wir mal. Entweder er fliegt richtig so bis nach China oder mal gerade so 5 cm. Kommt halt auf den Skill an. Ideal dafür ist Yoshi. Definitiv. Aber ich denke, ich mache jetzt erstmal ein paar andere Charaktere. Ich habe vor, mit meinen Standardcharakteren erstmal zu arbeiten. Dr. Mario, Donkey Kong, Fox und dann vielleicht Yoshi noch. Und ja. Warum nimmst du mal die Standardcharaktere, die du immer die gleichen, Mann? Ja, Freunde, ich kann halt nur mit diesen Charakteren spielen. Aber vielleicht nehme ich mal Roy oder so. Mal schauen. Ich habe mir ja gedacht, bei Dr. Mario machen wir mal ein paar Pillen. Hier hast du Pillen. Oh, hilft das auch wirklich? Ja, Sonntag. Es hilft, Mann. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich hatte das doch letztes noch mit Yoshi freigespielt, diese Stage. Da musste 400 Meter machen. Oh, aber trotzdem neuer Rekord. Also 400 Meter, um die alte Yoshi's Island Stage freizuspielen. Von den Nintendo 64. Da kommen wir mal nochmal ein Doktor. Der Doktor, der will's. Der will's wissen, du. Ja, das meinte ich damit, ne? No distance! So weit, doch so weit. Mensch. Also, no distance. Das ist ja jetzt eine Beleidigung meines Skills. Ey, der ist so. Der ist. Ich hab's doch gesehen, der ist so 0,00001 Meter geflogen. Nee, nee, nee. Das ist doch jetzt. Das. Nee. Ich fühle mich echt verarscht. Ja, ja. Woo! 9,5! Also manche Charaktere sind nicht geeignet, manche mehr geeignet. Und Dr. Mario ist definitiv nicht dafür geeignet. Wir nehmen jetzt mal Donkey Kong und dann erläutere ich euch den Unterschied zu Brawl. Ja. Also, hier kam der Sandsack halt das erste Mal und bei Brawl kannst du. Kannst du den immer mit dem Baseballschläger abwerfen, aber das geht hier nicht. Warum, werde ich euch jetzt zeigen. Also bei Brawl ist dann so eine Mauer, wenn der Countdown noch nicht auf 0 ist, dass der nicht rausfliegt. Und hier fliegt der sofort raus. Also so eine Art Spiegelmauer existiert in Brawl, die verpufft erst, wenn der Countdown abgelaufen ist. Da hat man dann noch so ein bisschen Zeit, mit einem Schläger zu schlagen und hier halt nicht. Wenn es abgelaufen ist, dann zählt auch nichts mehr. Ist hier strenger und gefährlicher und schwieriger. Ey, Donkey ist gar nicht schlecht. Also der Sandsack im Melee ist schon teilweise frustrierend. Ich hab's ja geschafft, aber viel fieser als in Brawl. Definitiv. Ach komm, das war nicht so schön. Ich habe mir da was gedacht. Und das will ich jetzt umsetzen. Bam, bam, bam. So, jetzt kommt er. Oh. Der ging wohl nach hinten los. So, machen wir mal 1, 2, 3. Alle guten Dinge sind 3. Ja, so habe ich mir das gedacht. Genau so. Ist ja noch schlechter. Ach, egal. Mach dein Ding, Donkey Kong. Ich respektiere das so, auch wenn du nichts drauf hast, außer Zahnbelag. Oh mein Gott, wie schlecht. Es ist mir so scheißegal. Wir machen jetzt noch eine Runde mit Fox und dann vielleicht mal mit irgendwer anders oder mache ich mal mit Yoshi, wie das eigentlich funktioniert. So, aha, aha. Na, das ist schon mal nicht das Wahre, ne? Nee, 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 bin ich mit zufrieden. Ich habe eine Idee. Ah, nee. Nee, nee. Nee, das geht ja gar nicht. Also Fox ist auch schon wieder so Anti-Charakter, glaube ich. Ja, ach, nee, den vergessen wir ganz. Nee, Fox, tut mir leid, du bist ein Noob in dieser Disziplin. Es tut mir leid. Mit wem wollen wir mal experimentieren? Mewtwo? Roy. Ah, ich bin aber auch ein Honk. Fox war doch nicht schlecht. Vielleicht kriegt Fox noch eine zweite Chance. Wow. Wow. Pass mal auf.
Yes! Alter! Ganz ohne... Ganz ohne Baseballschläger! Krass! That's Roy! Komm, noch einmal mit Roy jetzt hier! Zack! Ah, schon eine Scheiße irgendwie! Nein! So, jetzt! Nein, er ist runtergeplumpst! Oh, du Sack! Das wäre voll geil gekommen, ey! Hätte ihm den B-Angriff weggebasht! Den guten Sandsack hier! Oh, du Lappen, du blöder Sandsack, ich hasse dich. Er guckt ja immer ganz drollig, ganz süß, ne, mit seinen Augen. Wie bei Banjo-Tooie, der hat ja auch alles Augen. Aber in Wahrheit ist er der Teufel. Sandsack gesteilt. Gut, Roy hat vorzüglich versagt. Aber Fox kriegt eine zweite Chance. Wieso bin ich nicht drauf gekommen, Freunde? Na gut, schon scheiße. Yeah, Button Smashing! Gib alles, Fox! Nicht nachladen, nicht nachladen! Nein! Das, seht ihr, da kann man sich auf einmal nicht mehr bewegen, weil Brawl war es anders. Yes! More Energy, More Energy, More Percent! Das war ab. Das ist abgefuckt, ey. Komm, machen wir's so. Yeah! Gib mir mehr Prozent! Sandsack voll schmerzsüchtig, ey. Komm! Immerhin 82! Da brauche ich nicht meckern! Das läuft wie die Butter auf dem Toast! New Record! Was willst du mehr, ne? Ist doch der Sinn dieser Disziplin! Rekorde, Rekorde, Rekorde! Das ist der Sinn des Lebens! Gibt's hier auch den weißen Yoshi? Oh, gibt's nicht! Gibt's nicht! Der ist auch cool! Der Babyblaue! So, mit Yoshi gibt's eine spezielle Strategie. Die werde ich euch erläutern, denn so schaltet man diese Stage frei. Ich glaube, nur mit Yoshi geht's, oder ich bin einfach dumm. Also, ihr stellt euch direkt an den Sandsack. Man kann das auch ganz anders machen, aber zuerst ist wichtig, dass man sich den Baseballschläger schnappt und dann am besten schon zum Sandsack springen und unten und A. Also, unten und A ist hier das A und O. Unten und A ist das A und O. Ja, wir haben alle gelacht. Und ja, mal kurze Sprünge sind sehr wichtig. Man darf nicht zu hoch springen, weil sonst kriegst du nicht genug Prozente. Das ist jetzt auch kein perfekter Run, weil ich das auch schon lange nicht mehr gemacht habe. So, immer diese Kürze. Ja, der war schon zu hoch, seht ihr? Aber so macht man halt sehr, sehr viel Schaden, wenn man es immer richtig hinkriegt. Seht ihr das? Das ist richtig krass. Und das kriegst du nur mit Yoshi so hin. Ja, wenn man ganz kurz macht. Yeah, yeah. Nein, aber das ist immer das Problem. Der A-Knopf muss so schnell wieder gedrückt werden und manchmal ist der eine Finger dann schneller. Ich mach das ja mit dem Daumen, ja, da war der Daumen wieder schneller und ja, dann geht's nicht mehr. Weil mit dem unten, ja, mit diesem Angriff kriegst du nicht weit weg, ist klar, ne? Der Sinn ist ja, dem erstmal nur Prozente zu machen. Es wird jetzt auch kein langer Part, Freunde, aber ich will euch noch eigentlich zeigen, wie es relativ gut aussieht mit Yoshi. So natürlich nicht, ja, ihr seht schon, ich bin da richtig raus. Vor der letzten Aufnahme konnte ich sie noch. Da habe ich das halt freigespielt. Nein, das war perfekt. Fast alles perfekt, ey. Komm schon. Na, jetzt ist wieder richtig schlecht. Ihr seht schon, so hoch darfst du nicht springen. Nee, nee, nee. Boah, das ist so schwer. Muss man auch richtig weit runter drücken, den Control Stick. Ansonsten nimmt er es nicht an, dann springt er immer hoch. Das ist so schwer. Scheint aber auch ein bisschen buggy zu sein, weil ich hab. Eigentlich mache ich ja immer alles richtig, aber manchmal macht das trotzdem nicht. Dann springt er trotzdem weiter hoch. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hier im Stadion. Olympische Spiele. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. So sieht's aus, wenn Mario und Sonic mal nicht da sind. Nur so zur Info. Okay, auch gut. Im Ernst, war auch gar nicht schlecht. 17%. Yes! Das sieht richtig gut aus. Na, komme ich nochmal auf die 400? Da hätten wir's. Ist sogar der absolute Rekord. Nee. Da hätten wir die 400. Da habe ich wieder Yoshi's Island freigespielt. Seht ihr, wie es geht? Wenn man weiß, wie es geht, muss man nur ein bisschen das Ei trainieren, diese Move. Und
ja, so ein bisschen Glück dabei haben und dann hat man es auch dann schnell freigespielt, ganz ehrlich. Ja, Freunde, mehr will ich euch hier jetzt nicht bieten in diesem Part. Es muss auch mal ein kürzerer Part drankommen, ne? Im nächsten Part geht's dann los mit dem Multiman-Melee. Das wird ein bisschen... Ja, mache ich die alle 15 Minuten Ausdauertests? Ein bisschen doof. Den mache ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. Oder? Können wir ja mal schauen. Endless Melees. Ach, das ist alles so langweilig. Aber ich mache es trotzdem. Ja. Ihr seht schon, ist nicht gerade mein Lieblingsboss. Aber komm, der gehört dazu, ne? Ich werde wahrscheinlich die alle machen. Ist ja auch im Prinzip das gleiche, ob hier 10 Gegner kommen oder 100. Meine Fresse. Und 15 Minuten denselben Scheiß. Nee. Aber der Cruel Mode. Ja, ich zeige euch wahrscheinlich den 100-Man-Melee. Und den 3-Minuten-Melee. Und den Cruel-Melee. Das denke ich mal. Werden wir im nächsten Part bestreiten. Und falls ihr Bock drauf habt, seid dabei. Und falls dieser Part euch gefallen hat, dieser kurze Part, dann gebt einen Daumen hoch. Oder falls ihr schon immer wissen wolltet, wie man am besten das macht mit Yoshi, wie man diese Yoshi Island Stage von N64 Super Smash Bros. Freispielt. Wenn ihr es schon immer mal wissen wollt, könnt ihr auch einen Daumen hoch geben, falls es euch ein bisschen geholfen hat. Ich weiß nicht. Und falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann, ciao und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.